So viel kostet das neue Auto von Montana Black. Oh, da bin ich ja mal gespannt, Digga. Hallo und herzlich willkommen bei TubeMag, deinem YouTube-Magazin. Der YouTuber und Streamer Montana Black, der mit bürgerlichem Namen Marcel Iris heißt, hat sich einen neuen Wagen gegönnt. Bei seinem neuen Auto handelt es sich um einen Mercedes-Benz E63 S-AMG. In diesem Video zeigen wir euch, wie viel das Auto von Montana Black kostet. Wichtig ist, dass Montana Black diesen Wagen nicht aus eigener Tasche gezahlt hat. Stattdessen ist er wie Dena beim VIP-Leasing von Mercedes-Benz angemeldet und bekommt den Wagen für 6 Monate zur Verfügung gestellt. Nach Ablauf der 6 Monate kann er sich dann ein neues Auto aussuchen. Und nun wünschen wir euch viel Spaß mit dem Video. Nee, oh, hier ganz kurz. Ja, warum alle disliken gehen? Alle Infos, die die jetzt gesagt haben, waren in Ordnung. Warum jetzt disliken? Wenn die gute Infos bringen und alles gut recherchieren, dann muss man ja nicht disliken, Digga. Montana Black bekanntlich ein Mercedes-Liebhaber ist es wenig verwunderlich, dass er sich genauso wie viele andere YouTuber für einen Mercedes-Benz entschieden hat. Genauer gesagt fährt er ab sofort einen Mercedes E63 S-AMG. Der Wagen hat stolze 612 PS und ist erst in diesem Jahr erschienen. Die Limousine besitzt alle Assistenzsysteme der normalen E-Klasse, fährt teilautonom im Stau, hält kurze Zeit die Spur, bremst selbstständig bei Gefahren und bietet ein umfangreiches Entertainment-System. Dazu kommt noch ein voll digitales Cockpit mit verschiedenen Anzeigemodi. Außerdem beschleunigt das Auto innerhalb 3,4 Sekunden von 0 auf 100. Die Höchstgeschwindigkeit des Autos liegt bei 250 km/h bzw. 300 km/h mit dem AMG Drivers Package. Wenn Montana Black nicht Mitglied vom VIP-Leasing wäre, müsste er mindestens 124.000 Euro für sein neues Traumauto zahlen. Was sagt ihr dazu? Gefällt euch Montana Blacks neues Auto genauso gut wie uns? Welches Auto würde... Das war's mit dem Video? Hier steht doch, so viel kostet das neue Auto von Montana Black. Sie sagt aber überhaupt gar nicht, wie viel das Auto kostet. Also, ich hätte jetzt erwartet, dass sie wirklich weiß, was das Auto kostet. Aber sie sagt ja gar nicht, was das Auto kostet. Sie sagt ab 124.000, aber das Auto kostet 165.000. Das Auto kostet 165.000, nicht 124.000. AMG Drivers Package. Wenn Montana Black nicht Mitglied vom VIP-Leasing wäre, müsste er mindestens 124.000 Euro für sein neues Traumauto zahlen. Was sagt ihr dazu? Gefällt euch Montana Blacks neues Auto? Ja, scheiß drauf, Digga. Draufgeschissen. Also trotzdem, da steht, so viel kostet das neue Auto von Montana Black. Und mein Auto kostet keine 124.000, sondern es würde kosten 165.000. Somit ist der Titel falsch. Ja, der Titel ist aber einfach falsch, sagen wir es so, Digga. Ist auch scheißegal. Will jetzt auch nicht haten oder so, aber das... Sie sagt ja mindestens... Ja, aber im Titel steht so viel! Sie sagt so viel und nicht circa so viel, wisst ihr? Also ist das Video falsch vom Titel und vom Inhalt. Wenn in dem Titel steht, Freunde, so viel kostet das Auto von Montana Black, dann gehe ich halt auch davon aus, wenn ich mir das Video angucke, dass in dem Video auch gesagt wird, so viel kostet das Auto. Oh, sie sagt aber, das Auto kostet mindestens 164.000. Also klar, das Video war jetzt nicht schlecht so vom Ding, aber wenn man das in den Titel schreibt, gehe ich davon auch aus, dass man auch weiß, was das kostet, ne? Ist auch scheißegal. Ja, ich sage jetzt ja auch nicht, dass man das Video haten soll oder sonstiges, Digga. Wir haben es uns zusammen angeschaut, sie hat alles gut recherchiert, aber den Preis, den der Wagen kosten würde, hat sie ja nicht genannt, ne? Und ich habe ja oft, ich habe ja auch sogar schon sehr, sehr oft offen kommuniziert im Livestream oder sonstiges, wie viel das Auto kostet. Das ist ja kein Geheimnis gewesen. Wartet mal ganz kurz. Ne, jetzt habe ich auch, jetzt aber gerade... Where's my money, bitch? Jetzt gerade... jetzt kriege ich gerade doch noch mal ein bisschen Ausschlag auf meiner Vorhaut. Nach 300 Metern. Steht das nicht? Halt!
labert mich voll. 165.000. Ich, genau, stolze 3,4 Sekunden von 0 auf 100. Und um es nochmal klarzustellen, ich kaufe den Wagen nicht. So, das haben einige gedacht. Der kostet, glaube ich, neu 165.000. Ich kaufe ihn nicht, ich lease ihn für ein halbes Jahr. Danach gebe ich ihn wieder ab und kann mir, wenn ich Lust habe... Die dumme Kuh! Sie blendet... Ja, und da sind wir dann wieder beim Punkt. Doch, dämliches Magazin. Sie verwendet Ausschnitte von meinem Video und ich sage nach zwei Minuten, was der Wagen kostet. Sie sagt, im Video kostet vielleicht 124.000. Ja, moin.